Na okay. Dann gehen wir jetzt halt zu dieser anderen Seite rüber. Komm Mädel, lauf! Ups, nee, da sind wir irgendwie jetzt. Oh oh. Was ist denn das? Oh, cool! Mädel? Dein Licht schwebt dir jetzt in der Luft herum. Oh, jetzt ist es weg. Sehr, sehr seltsam das Ganze. So, dich habe ich schon untersucht, ja. Na gut, oh. Hast eine neue Lampe gefunden, na schön. Was? Ich hänge fest. Gut, bei dieser Tür war ich schon, dann gehe ich halt hier lang. Hab ein Skalp genommen. Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es Ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat. Der Schlagmann, der Comstock. Wow. Ein Mom. Ein Wow. Wow, geh weg. Glaubst du, du kannst dich aufhalten? Gib alles, Soldat. Ach, jetzt. Ach! Halt doch still! Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker David fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Na, was ist hier?
Wo muss ich hin? Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Okay. Was? Über Lady Comstock sagen, was man will. Sie hatte ein Auge für Mode. Ach so. Na, wenn du das meinst. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Ja, ja, so sind sie halt, die falschen Propheten. Die lügen halt nur. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Hm. Das ist gut. Muss ich das nicht vorlesen? Da oben liegt was. Was bist du? Karabiner. Mein Turm. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben, doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Bin ich? Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein! Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund, das heißt nicht, dass ich einen bekomme. So ist es, Mädel. Okay. Ja, hier muss ich hier rein. Gut. Versperrt. Wie elegant sie das doch immer macht, hm? Gehen wir mal hier. So. Aha. Ja. Gut. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Ja, ja, ja. Jetzt hört euch mal dieses Geschwätz an, hm? Vorsicht, Mädel! Lass mich vorgehen! Da könnten ja böse Gesellen lauern. Ist das echte Lava? Nee, sieht nur so aus. Ist hier was? Nee. Das ist nur eine Pflanze. Vorsicht, Mädel, Vorsicht! Lass mich alles absuchen. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Ja, was willst du ich mir damit sagen? Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Da! Sehen Sie diesen Haken?
Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Okay, gut. Super. Okay. Sagen Sie es, wenn ich den Frachthaken holen soll. Wieso geht das immer so schnell weg, wenn ich das lesen will? Ja, ich drücke schon. Hallo? Ja. Hol den. Wenn ich einen Riss öffne und diesen Haken hole, kommen Sie vielleicht über dieses Tor. Ja, ich würde nichts sagen. Ich drücke wie bekloppt F. Also... Mädel! Ist ja nicht so, als wenn ich es nicht versuchen würde. Das ist sehr seltsam. Hallo? Muss ich da weiter hinten stehen? Okay. Na also. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Da ist ein Riss. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Murphy! Ich kapiere zwar gar nichts, aber ich beschwer mich nicht. Ja. Ist das jetzt da die andere Seite, oder? Ja. Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Ja, Slate. Jetzt stell dich nicht mal so an. Okay. So, richtig kaputt. Probiere ich das noch nicht mit diesen Riss und so. Das will nicht so richtig klappen, dass ich diese benutze, wie ich mir das vorstelle. Mehr Geld. Na, gib her. Gut. Vielen Dank, Mädel. Ja, wir haben schon wieder knapp 900. So. Da ist noch einer.
Dich habe ich schon, ja. Aha, hier ist was. Ach, dann kann ich das Ding ja vielleicht auch looten, obwohl es da im Riss ist, hm? Nee, geht nicht. So, dann schauen wir mal den Verkaufsautomat hier an. Automat ist leer. Geht trotzdem? Ja! Hey, super!